Guten Morgen, liebe Leute. Weiter geht's. Im Puff. Heute ist wieder Aufräumtag hier, offensichtlich. Sieht ja schon wieder aus. Ist unglaublich. Ein Tag mal nicht weggeräumt. Ey, schau doch mal, ist das voll. Was ist denn da los? Komm ja nicht mehr hinten dahinter zur Arbeit. Holt keiner mehr seine Räder wieder ab. So, haben wir. Gut, erstmal da. Das muss ich ausfüllen heute. Polizei schreiben. Der will es trotzdem. Wir gehen jetzt los. Wir sind da wahrscheinlich auch eine Weile. Sonst so gehen wir! Wenn man sagt, die Frisur kann ich doch auch in den Und wenn ich dann auch noch mit ihm spreche. Sie ist jetzt weg. Da ist sie. Guck! Weiß gar nicht, war auf, schon auf der Stirn. Ich habe ein bisschen Geld, ich denke, das wird reichen. Ja? Ja? Nicht weiterlaufen. Na, um Gottes Willen, der zweite Ding in zwei Tagen. Ja. Keine Ahnung, irgendwie. Ich wollte fragen, also das ist abgefallen. Und da müsste. Also da war so eine Schraube dran, die an der Seite. Und die Schraube habe ich nicht hingefunden. Ja, was soll ich denn dafür nehmen? So eine Schraube von Kindern. Ja, egal. Ja, bitte? Hallo. Hallo? Kann man das Rad von Adela abholen? Danke schön. Ich hab's nicht rausgefunden, was es ist. Ach, eine Rolli-Konse. Ach nee, ist ja gar nicht die Rolli. So, dann kommt man mit. Bremsencheck von einer manuellen Scheibenbremse. Wir gucken mal. Die verhängt sich immer. Die rastet ein, die Bremse. Ist nur vorne. Wo war ich denn stehen geblieben? Bremsencheck, Vorderrad. Funktioniert ja alles gut, ich baue sie mal ab. Lumpen, ey. Was ist denn das für ein Gewicht? Wahnsinn, ey. Die Ohr. Boah. Hammer. So, ich schraube jetzt den Bremsbelag raus. Weil, wie gesagt, wenn man den zieht, die Bremse, funktioniert ja alles. Man zieht und das geht auch wieder zurück, alles hier. Dieser Hebel funktioniert wunderbar, aber eben der Bremsbelag, der bleibt stecken. So, nehmen wir das mal auseinander, damit wir da gut rankommen hier. Das hier hat noch gut Spannkraft hier, die ist schon schick. Japan! Das wird richtig sauer. Er macht hier ein ganzes Grind hier ab. Wie ist es? Wie ist es? Im gallischen Dorf würdest du heißen Velo Reparaturix. Reparaturix? Reparaturix. 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 Und alles klar? Alles klar. Wohngebiet. Ich habe noch was von Grünert gefunden. Ach, der Grünert. Hast du den eigentlich mal recherchiert?
Ich hab ihn noch nicht. Carsten, das ist echt ein Problem. Ich hab den Kopf gerade so voll mit Scheiße. Mit Scheiße? Mit allem. Mit allem. Das ist echt problematisch. Vielleicht lasse ich ihn hier. Seine Hirn liegen. Egal wo, die wird aufgesaugt. So. Ja, die wird aufgesaugt. Immer her. Was ist das? Naja, auch irgendwie Fritz Grünert. Irgendwas, Fritz Grünert. Arthur Nickisch? Hm, okay. Plaudereien über berühmte Dirigenten. Ja, und sonst ist passiert was. Ja, du hast zu tun, wa? Und ihr habt echt keine Fahrräder mehr? Ja, zwei habe ich jetzt wieder. Hast du wieder? Komm zurück. Ich nehme mich gleich mit. Okay. Ja, dann kannst du sagen. Wenn weg, dann weg. Weg, dann weg. Was gucken die, die draußen stehen da? Hast du ja bestimmt. So, genau richtig. Zap, zap, Diamantrad. Nicht? Nicht. Sag hier. Hä? Wie gesagt, hier. Wie gesagt, da. Wie gesagt, hier. Kurz gesagt, nirgendwo. Die sind schlimm momentan. Ja, die sind aggressiv. Die haben Hunger. Die beißen hier ein Stück so aus der Haut. Die wollen dich gar nicht stechen, die wollen nicht fressen. Ich war gerade in der hier in Pole. Willst du kaufen? 10 Euro, ich gebe dir. Scheiße, mit Nabendynamo, mit allem drum und dran. Aber schon zu alt, schon zu runter. Also, sprich nicht alt, vielleicht 5 Jahre alt. Aber eben schon zu lange in seinem Besitz oder schon zu lange durchgerutscht. Also bestimmt nicht mehr aktuell. Also da findet man nicht den Gegenpart. Das ist. Kaufen soll für einen 10er. 10er hat man nicht verkehrt gemacht. Die kann man auch mal viel investieren, ohne dass man da jemanden findet oder so. Dann ja, bis später. Ja, aber nee. Also dann hat er die Versicherung meist schon bezahlt und das ist nicht. Das muss frisch geklaut sein, dann kann man das machen. Ansonsten ist das Quatsch. Man hat nur Ärger. Ich muss jetzt hier das Schreiben ausfüllen. Ich mach. Nee. Gut. Ich baue mal wieder ein. Fertig. BBF Billigrad. Aufbau. Wie gesagt, aufgrund der vielen Anfragen, warum sind deine Räder so teuer oder Mensch und A und Qualität, das kenne ich nicht, aber hat man jetzt zu Genüge die letzten 2 Tage, Qualitätsszenario, habe ich mir jetzt ein Billigrad vom BBF geholt. Da ist sogar ein Korb mit dabei. Wunderschön. Hier vorne. Ja, und ein extra langer Kabelbinder. Ne, 2 sogar. So, dann packen wir raus.
Pedalen nochmal anschauen. Mensch, da kriegst du ja eine schöne Mappe mit einer Betriebsanleitung für BWF-Fahrräder. Also wie gesagt, das ist ein Billigrad von BWF. Das kostet 330 Euro im Verkauf. Hat Nabendynamo, hat Dreigangschaltung. BWF Komfortline. Das ist völlig in Ordnung. Also das ist wirklich okay. Für den Preis, das alles drin, das würde so nicht funktionieren normalerweise. Ja, hier ist die Mappe. Kommt beiseite. Ist nicht ganz so schlimm. Ich spanne erstmal ein. Ist halt ein Stahlrahmen, ne? Sind halt Stahlkurbeln, die sind schwer. Stahlsattelstange, Stahllenker, Stahlvorbau, Stahlsteuersatz. Das ist die BWF Steel Line sozusagen. Da kommt was. Dann machen wir mal den Vorbau höher. Die BWF Steel Line. Ja, der. Ist das alles billig? Naja, liebe Leute, also den Korb bitte nur bedingt benutzen. Gut. Naja, das Ding hält hier nichts. Ne? Also das ist Quatsch. Was soll denn das halten? Plastik. Kannst du einen lockeren Schal reinmachen, aber keine Handtasche oder irgendwas. Das ist Tünnef. Zieht man da draußen, pumpt das auf und... schauen wir mal, wie das so Anklang findet bei den Leuten. Es ist ja optisch ganz nett, aber das war halt auch schon. Wieder verstärkte Felgen, noch irgendwie mal den Korb, ey. Ich bring's mal raus. Gut. Die Tage gibt es ja auch, wa? Bei mir. So ungefähr einmal in der Woche.
Hab ich dazu absolut keine Lust. Ich wusste ja nicht, dass Mifa Hollandräder herstellt. Was für ein Quatsch! Ja, also nur der Vorderreifen ist platt. Und dann so generell mal so ein Check. Ständer ist locker. Alles klappert so ein bisschen, meinte sie. Generell mal so ein Check. Der Dynamo ist kaputt. So, jetzt mal zum Schlauch. Der Schaum, der Bremsbelag ist komplett runter. Machen wir mal, der Dynamo ist kaputt hier. Haltet das mal alle im Bild fest hier. Das ist eben so eine Sache. Schlauchwechsel, aber eigentlich auch ein kompletter Check. So, kompletter Check, der Dynamo ist runter hier. Der ist voll hart zu drehen. Tack, tack, tack. Und hier ist er schon eingeschliffen. Der müsste eigentlich ersetzt werden. Kann ich machen, kostet aber Geld. Denn natürlich, Bremsbelag ist komplett abgebremst. Muss weg. Kann ich machen, kostet Geld. Also ich nehme das mal alles so wirklich und jetzt bin ich ja schon mal vorne dran. Schlauchwechsel, check. Sparen wir uns mal, ich wechsle mal nur die Teile aus. Ansonsten wäre es ja check plus nochmal Reparatur. Bremsbelag ist schon mal abgebaut. Hallo? Einmal. Ja? Ich habe eine Brake broke. I want to know how it's going to be to wie viel kostet to fix it. Und jetzt machen wir hier Bremsbeläge noch auf und das war's. Wir durch für heute. Dann brauchen wir neue Bremsbeläge. Festes. Hinterrad müssen wir noch machen. Hinterrad müssen wir noch Kettenspannung prüfen. Nicht funktioniert. Vorne hinten. Schlauch ist gewechselt. Das Ding ist finito, das ist durch. Klinge läuft. Ich sage, Check ist auch gleich beendet. Und wie sieht's aus? Also war es schlimm? Kostet irgendwas zu beanstanden? Ja, Licht ist gemacht, funktioniert. Bremse ist muss neu. Ja, es gab ein bisschen was tatsächlich. Okay. Bremse ist neu. Bremsbelag musste. Kette ist gespannt. Dynamo brauchte eine Laufkappe hier, damit der funktioniert. Mhm. Oder eben Austausch, weil der ist kaputt hier unten und da habe ich die Kappe hier erneuert. Okay, war das der Grund, weshalb es nicht funktioniert hat? Genau, jetzt läuft es hinten auch. Mhm. Eigentlich müsste man den austauschen, weil der läuft nicht gut. Ne? Man hört, der ist sehr laut und er hat keinen, also und, ist halt ein günstiger Dynamo.
Das ist einfach. Solange wie er jetzt funktioniert, okay. Aber dann müsste man ihn austauschen. Das ist halt bloß jetzt insgesamt. Es ist eben dann doch, das summiert sich ja schnell. Ne? Dann war alles locker, alle Schutzbleche locker, hier das Schutzblech war locker, Ständer war locker, ja, alles, so alles locker. Ja, genau, so müssen wir nicht alles. Schwabbelig, alle. Hier ja. Die Schrauben locker, die Schrauben hier locker, die Schraube locker von der Lampe, alles locker. Wäre es fast auseinandergefallen? Wäre es fast auseinandergefallen? Im Grunde genommen ja. Also nicht mehr lange. Und dann hättest du irgendwo klapper, klapper hier und klapper, klapper da. Und kaum Luft, also hier hinten auch keine Luft drin, richtig. Also alles ganz schwammig. Ja. eBay Kleinanzeigen, oder? Ja, wie teuer war das? 150. Also vorher ein für Radsport irgendwas. Haben wir ja mitgemacht. Irgendwelche Hügel runter, hoch, keine Ahnung. Wie nennt man das? Mountain Cross irgendwie? Ist das was? Du weißt nicht, ne? Im Leben nicht. Also ich bin Downhill gefahren früher und das wäre suizidal gewesen mit dem Ding. Fahre ich nicht mal eine Treppe runter. Er macht sofort. Das ist niemals. Ich weiß, was sie dir erzählt haben. Ey, das ist echt witzig schon, aber das haben wir nicht. Das ist kein Downhill-Rad. Okay, gut. Aber ich mag es trotzdem. Ja, alles cool. Es ist ein Stadtrad, ganz simpel. Also es ist ein Hollandrad. Ja. Aus Deutschland. Haben sie dir echt erzählt, damit sind die Downhill gefahren oder Cross Country oder Gelände oder Dirt Jump mit dem Rad? Sind die bescheuert, die Leute? Ich will Kleinanzeigen, ja, Alter, das ist ein Sportgerät. Das ist kein Sportgerät. Ich habe gesagt, kein. Damit sind wir kein Downhill gefahren. Damit fährst du Pump Track nicht. Immer so, nicht. Ey, damit gehst du einmal in die Senke mit dem Ding. Schwillt hier. Durch so eine Bodenwelle. Da hast du einen Lowrider. Und klemmt das Kettenblatt im Sand. Und du weißt ja, wie Lumi ist. Die hängt sich da gerne an die Stange. Und ich habe jedes Mal Angst, dass die da rausfällt aus der Tür. Das wollte Skadi halt auch machen. Also sortieren wir mal durch, wenn für die Kinder was dabei ist. Musst du runternehmen, sonst ist der weg später. Ne? Die klauen die. Das musst du runterpacken. Ja, dann mach ich doch. Ja. Mhm. Dann würde ich mal eine Jacke. Ja, muss. Wir gucken da schon alle so drauf. Okay. Oh, hast du ein Telefon bei? Und Geppetto ist da. Wo ist Geppetto? Der Papa von Pinocchio. So, er repariert seinen Sattel. Der sieht sehr schön aus. Jeden Tag. Sieht aus wie Taubenscheiße. Wie Vogelkakerlaka. Ja, ich habe ihn gefunden. Gefunden, ach so, ja. Ja, ich habe alles gefunden. Das ist gut. Ja, in der Straße. Diese ist total scheiße. Mensch, ich mag ihn nicht mehr. Krank, ja. So. Ja, diese ist wirklich geschenkt. Ja, diese auch. Das ist ja, diese ich habe gekauft. Die Links hat sie mich geglaubt. Ah. Ja, von hier. Zap, zap, ab. Ja, für jeden Mal. Mensch. Oh. Ja. Mama. Ja. So. Ah. Oh. Ja, okay, so. Rakete. Ah, ja, so. Ja, ich bin Peter Becker und Kohl.
Ja, das weil funktioniert. Gar nicht. Ich liebe nicht die Mechanik. Das ist meine erste Verrat in meinem Leben. Ja, hast du gesagt. Kein Geld früher. Wie heißt du? Wie heißt du? Dein Name? Kenzo. 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 Ja, viel besser. Super. Ciao. Da kann man ihn ja auch kennenlernen beim, wo waren wir oben beim Essen, in der Schwitzer Straße oben. 10 Euro, 3 Euro, 3 Euro, naja, das ist arm. Boah, ist die fest, ey. Hä? Fest die ballert. Ja. Und da sagt sich, nach einem halben Jahr oder so was, dann hast du bei denen kostenlose wie sagt man so schön? Inspektion. Inspektion, genau, aber gerade da Inspektion. Macht der da ohne kostenlos. Naja, das machen die heutzutage auch nicht mehr. Leider nicht mehr kostenlos. Wird ich. Jetzt vorbei die Zeit, Wolfgang. Ja. Die Räder, weißt du warum? Nee. Weil die Räder alle so günstig geworden sind, ja, dass da sowas ja nicht mehr drin ist. Naja, kriegt man ja nicht mehr hin für den Preis. Früher konntest du den Service noch mit anbieten, ja, weil ja eigentlich bezahlt war mit dem Rad, mit der Händlermarge. Wieder. Jetzt fangst du wieder an. Nee, machen wir nicht. Wir fangen jetzt nicht wieder an damit. Jetzt gucken wir mal in die Naberin, warum die so schwer läuft. Lager ist kaputt. Guck. Ach, hallo. Lager ist nicht mehr vorhanden. Die Kuchen alle, wa? Ja, alle kaputt hier. Ich muss mal hinlegen, sonst fällt das auseinander. Das geht doch bis Hermannplatz, weißt du noch? Ist nicht so weit weg. Elbestraße, Ecke Elbe. Ne? Genau, Elbestraße Nummer 1 ganz genau. Aber das ist genau Sonderallee vorne. Alles klar. Wer darf ich? Gehst du mal fragen und. Geht. Exactly, dude. My name is Sweda. Ja, ich wollte wirklich gerne als Oma mit dem Abhang gehen, weil ich da gerade Armut ich war mal, dann war die Galliese am Anbruch wieder da. Weil um wieder was funktioniert. Wolfgang, funktioniert wieder. Ich bin glücklich. Ich habe nur ein Kugellager neu gesetzt. Ich muss mal neue Kugellager holen für die Dinger. So, jetzt machen wir mal hier ein Schloss drum. Jetzt machen wir mal ein Schloss drum. Und dann machen wir Feierabend. Also, macht's gut. Bis morgen. Ciao.